Willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Dark Occult. In der letzten Folge habe ich ja mal wieder angefangen, neue Videos aufzunehmen. Jedenfalls haben wir jetzt die letzten paar Schlüssel, den Zwillingsschlüssel jetzt gebraucht. Wir sind in einem Raum drin gewesen, wo lauter Uhren gewesen sind und man da eben so ein Uhrenrätsel gelöst hat. Und ich dadurch die fünfte Figur des Uja-Bretts gefunden habe. Nichtsdestotrotz scheint wohl noch irgendwas vom Uja-Brett zu fehlen, was wir jetzt noch leider suchen müssen. Und ich habe keine wirkliche Ahnung, wo ich suchen muss. Und das Einzige, was ich habe, wo man suchen kann, wäre im ersten Geschoss, hier in dem Bereich. Wo wir auch in der letzten Episode eher schlecht als recht durchgekommen sind. Ja, nichtsdestotrotz versuchen wir es nochmal da unten unser Glück. Wir hoffen, dass jetzt nicht diese blöde Route da auftaucht. So wie jetzt. Lauf! Meine Fresse. Ich hoffe, dass jetzt die Abstimmung zwischen Voice und der Spielelautstärke jetzt doch ein bisschen besser ist als in der Folge zuvor. Ich habe es mir nämlich mal kurz angeguckt und gemerkt, dass halt das Spiel doch schon sehr leise ist. Deshalb, ja, hoffe ich mal, da muss ich halt eben nochmal ein OBS einstellen und hoffe, dass das jetzt ein bisschen angenehmer ist von der Lautstärke her. Zumindest was halt Spiele-Sound angeht. Ach ja. Seid ihr denn alle gut ins neue Jahr rübergekommen? Ich auf jeden Fall ziemlich gut. Ja. Okay, die alte scheint wohl jetzt weg zu sein. Man merkt, Smalltalk ist nicht gerade meine Stärke. Gut. Schleichen wir uns mal wieder runter. Ja. Echt? Wofür soll dieser Raum sein? Der ist abgekettet, abgeschlossen, aber da ist nichts drin. Oder scheint zumindest nichts drin zu sein. Weil ich wüsste jetzt nicht, was da drin sein könnte. So. Eingeschlossen. Okay. Ging ja irgendwie schneller als vorhin. Aber in der letzten Folge, wo ich das aufgemacht habe. So, jetzt gucken wir einfach mal ganz blöd uns um. Gesehen. Okay. Diese Stelle, wo man sich auch zwischenquetschen muss. Warte mal. Das sieht so aus, wenn man sich hier in eine Lücke reinpressen kann. Was mit Sicherheit damit zu tun hat, dass mit Sicherheit gleich unser langer Freund da gleich wieder auftaucht. Nehmen wir jetzt einfach mal Hector. Ist nichts. Hier gibt es nichts. Oh, ist auch nichts da. Jetzt nicht muss ich diese komischen Tücher wieder irgendwo runternehmen. Den Witz hatten wir auch schon mal gehabt. Da ja dieser hier so schön verschmiert ist und da nichts drin ist. Ja, out. Ja, was out?
Natürlich. Get. Aha. Glaube, damit sind wir, glaube ich, am besten bedient für unser Ouija-Brett. Nö, nein, nein, nein. Jetzt habe ich ein verdammt großes Problem. Lauf doch! Warum rennt dieser Affe nicht? Mann. Nervig. Aber da war ich mit meiner Vermutung ja doch nicht ganz so falsch, dass der Typ auftaucht. Mann. Och, willst du mich verarschen? Guck mich nicht so an wie Lisa von Silent Hills. Tu irgendwas. Warte mal. Geht's hier irgendwo in der Nähe raus? Theoretisch, ja, praktisch gesehen wahrscheinlich nicht, weil die mich für Sicherheit. Ach, weißt du was? Komm, ich renne jetzt einfach mal entgegen, du blöde Planschkuh. Damit du mich so schnell es geht halt auch in die Arme bekommst. So. Naja. War ja klar. Da fällt mir gerade nichts zu ein. Da fällt mir gerade einfach nichts zu ein. Was noch mit dem Talisman? Wenn jetzt nochmal auftaucht, hau ich den Talisman in die Visage. Auf. Ach, ist das dein Scheiß Ernst? Hier, nimm mal einen Scheiß Talisman in die. Hey, was? Wieso funktionieren diese Talismane? Ein bisschen ärgerlich. Kann das sein, dass da irgendwie im Spiel immer irgendwie so ein kleiner Timer runterläuft, der dann sagt so, ach ja, jetzt gleich sollst du es wieder auftauchen, bumm, taucht es wieder auf und du stehst dann wieder da und guckst doof aus der Wäsche. Weil sie dann genau da auftaucht, wo du es am wenigsten erwartest. Und zwar direkt im Weg. Wir gehen jetzt ein bisschen links, ein bisschen rechts. Tada, da taucht sie auf. Ja, genau, mitten im Weg. Leckt mich am Arsch. Was etwa die gleiche Zeit taucht sie auf, ja. Bekomme graue Haare. Ich bekomme jetzt schon wieder graue Haare. Nicht, weil ich mich so sehr einscheiße,
Sag mal, weil diese blöde Kuh mich gerade so aufregt. Da fällt mir echt nichts mehr zu ein. Na, wo ist sie? Genau, da ist sie. Wenigstens da, wo sie mich jetzt nicht so schnell erwischen kann. Guckst du? So. Speichern wir jetzt erstmal, weil. Hier sind echt graue Haare von. Mann, 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 Mann. Die Alter macht mich fertig, ey. So. Dann rennen wir mal jetzt runter. Und sägen mal ein bisschen an der Tür herum. Leiser atmen geht nicht, ne? So. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Er schleicht wieder so. Gibt es denn noch hier irgendwo einen Ausweg, wo ich mich hierher schleichen kann, wenn der. Wenn der Typ da jetzt gleich da ist? Ja, der Uja-Pointer. Sicher ist der Fehler jetzt gewesen, dass ich wieder zurückgegangen bin. Anstatt, dass ich halt irgendwie direkt zu dem Typen hingehe und mich dazwischen halt weiter an der, weiter dahinter am Schrank verstecke, dass wenn er den Schrank wegzieht, weil er braucht ja ein bisschen, um auszuholen, dann könnte ich rein theoretisch an ihm vorbeilaufen. Theoretisch. Sofern ich jetzt wieder diese blöde Planschkuh jetzt mir entgegenkommt. Wenn jetzt wieder auftaucht, ey, dann kotze ich im Strahl. War so richtig. Ich habe mir das Gefühl, je länger ich das Spiel spiele, desto öfters taucht die Alte auf, ey. Zumindest wenn ich das jetzt mit den alten Malen vergleiche. Dahinter. Wo es die Alte nicht nochmal auftauchen kann. Was ist das jetzt überhaupt für eine Frau? Weiß das überhaupt irgendjemand? Ich habe nämlich keine Ahnung, was das für eine Frau ist. Das ist einfach nur irgendwie eine gequälte Seele. Gehört die eigentlich hier in das Haus rein? Ich habe nämlich keine Ahnung. Nicht die leiseste. Hallo? Wie komme ich jetzt an dem vorbei? Kann mir jetzt auch keiner sagen. Okay.
Versuchen wir es immer nochmal. Der ist aber auch doof gesetzt, der Typ. Der steht auch mitten so im Raum, dass wenn man an ihm vorbei möchte, dass man so oder so von dem gekrallt wird. Von wo kam der so plötzlich her? Irgendwie irgendwas. Dann hilft hier die Tür rüber. Da wäre eigentlich meine Idee gewesen, hier durchzuflitzen. Hier so rum, der mir hinterher und dann hier zwischen mir rauszuquetschen, weil bis er wieder hier ist, bin ich da drüben und dann ist er raus. Aber das Spiel will das nicht, dass wir das so machen. Ausweg, den ich irgendwie zufällig nehmen könnte. Gut. Okay. Aha. Hier gerade dahin geploppt ist, ey. Durch, Mann. Es hat geklappt. Nach 3 Millionen Versuchen hat es endlich geklappt, ey. Ah. Gut. Jetzt versuchen wir nochmal die Sache mit dem Uja-Brett. Ich hoffe, das spricht man überhaupt so aus. Uja. Uja. Keine Ahnung. So. Oh, Videosequenz. Das kann nichts Gutes heißen. I wish to contact the spirit of Aldwyn Atkinson. I call out. Are you present with me? Aldwyn, I invite you to join me. Please give me a sign if you're here. Aldwyn, was that you? Komm, geh jetzt auf Nein. I repeat, was that you, Aldwyn? Ja.
mir gerade auffällt. Danke, wir können lesen. Thank you, Alduin. Please join me at this table. Go away, war ja klar. Go away. Please, Alduin. I need your help. You. Yes. Shouldn't be here. H E R E. You should not be here. I know. And I apologize for disturbing you. Please. Can you help me? I have only one request. I need to access the strong box. Can you give me the code, please? Can I ask why? Das ist sie doch schon. I know. But I insist. Please give me the code. Say yes if you agree. She's coming. She's coming. So dann, rennen wir jetzt erstmal in Sicherheit. Guck auf. Guck auf. Guck zu. Oh, Entschuldigung. So. Ich mir jetzt erstmal ab. Apply. Ja, sind wir jetzt doch weitergekommen in dieser Folge, als ich dachte. Ich bin gerade echt gespannt, was wir in dem Safe da jetzt finden. Was das bestimmt irgendeines der weiteren Gegenstände, die wir ja verbrennen sollen. Ich hoffe, wir sollten die verbrennen. Das wird wahrscheinlich wieder eine sehr interessante Aktion jetzt mit dieser
netten Lady wahrscheinlich. Bestimmt, wenn ich gleich an den Safe rangehe, dann taucht sie auf und ich muss irgendwie mit ihr wahrscheinlich ums Leben kämpfen. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Episode von The Dark Occult. Bis dahin, ciao.